Erstmal vielen Dank für deine Zeit. Du warst ja letztes Jahr schon mit in Südafrika und hast dir da anscheinend gedacht, buche ich das fürs nächste Jahr direkt wieder. Also zweimal hintereinander, das muss dir ja gefallen haben, auf jeden Fall. Einfach so, buch das Zack, nochmal. direktes Pauschalangebot Ja, nochmal. also erstmal, es hat mir gefallen, auch wenn es natürlich anstrengend ist mit Vorbereitung und Kopf und Reindenken, denn man will es einfach auch geil machen. Ich kenne niemanden, der dahin fährt, egal von den ganzen Musikern, der nicht sich vorbereitet hat und irgendwie einen Kopf macht. So, das schwingt natürlich mit. Aber der Ort hat so viel Magie. Ich hatte einfach Bock sofort. Es ist ja eine Jubiläumssendung gewesen. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass ich so schnell wieder da sitze, weil ja bis jetzt kaum einer da zweimal saß. Und plötzlich kam dann die Anfrage so. Und jetzt habe ich mich so dran gewöhnt, dass wenn ich jetzt nochmal hinfahren würde, gar nicht mehr an dem Ort vorbeifahren möchte. Oder mich zur gleichen Zeit irgendwo in die Nähe buchen möchte. Ja, Ich ich fand es meine, mega und wird's immer wieder machen, auf jeden Fall. Johannes und du, ihr hättet eigentlich am Pool sitzen bleiben können letztes Jahr. Wir hätten genau da sitzen bleiben können. Wir sind ja auch länger geblieben und sind auch diesmal, haben wir ein bisschen ein paar Tage drangehangen, alle zusammen, und haben dann noch in so einem Haus gewohnt in Camps Bay und haben noch uns ein paar Tage gut gehen lassen. Das war echt nice. Jetzt hat sich die Crew drumherum ja so ein bisschen geändert. Es sind neue Künstler, Künstlerinnen mit dabei gewesen. Ich hatte das Gefühl, ihr hattet letztes Jahr eine extrem enge Bande, alle miteinander. Es war sehr emotional. Wie war es jetzt? Auch, das ist das Lustige. Ich habe auch aus dem Camp raus, dem alten Camp, dem alten, ein Jahr davor, geschrieben und gesagt: Guck mal, ich bin hier am Pool, genau da sind wir. Und Flo Jansen so: Oh nein! Elif so: Oh Gott, wie gern wäre ich jetzt da. Also es ist natürlich ein sehr enges Band gewesen, auch durch Freunde wie SDP ein Jahr davor. Wir sind ja über Jahre befreundet. Hier ist es so, dass ich manche noch gar nicht kannte, Nico Santos zum Beispiel, habe ich erst in einem Vorgespräch persönlich getroffen. Wir kannten uns übers Netz, über Freunde, über Erzählen, über 1Live-Krone, dass wir in derselben Kategorie waren und so weiter. Und als wir nebeneinander saßen beim Essen, hat Nico gesagt: Ey, sag mal, Dicker, wir kennen uns gar nicht. Und ich so: Fühlt sich null so an. Wir reden da seit einer Stunde irgendwie, als ob wir uns seit Ewigkeiten kennen. Und es ging auch einfach sehr schnell. Es sind alles Leute und Gesichter, die ja nicht nur die Menschen draußen schon länger kennen. Mir geht es ja genauso. Ich kenne die ganzen Nasen ja auch aus dem Fernsehen. Da hat man manchmal das Gefühl, was andere auch bei mir haben: Hey, den kenne ich doch. Und so war es da. Lea habe ich vorher schon getroffen. Mit Ali Neumann hatte ich eine Party. Da waren wir im Hyatt mit Udo Lindenberg zusammen. Und ich habe mir ein Konzert von ihr angeguckt. Also es gab schon ein paar Überschneidungen. Aber ey, es war dann am Ende wie jedes Mal, wie im Fernlager, wo man hinten im Bus winkt. Und die Gruppe sich verkleinert wie im Film. Man denkt so: Was für eine wunderbare Zeit, mir kommen gleich die Tränen. Ach, das klingt wieder hervorragend. Ich freue mich so sehr auf die neue Staffel. Und du hast es gerade angesprochen, Stichwort Party. Ich habe ja letztes Jahr auch so ein bisschen rausgehört, ihr hattet eine gute Zeit so insgesamt, auch was so die Feierei angeht. Wie war das Feierpotenzial dieses Mal? Ich habe mich ein bisschen zurückgehalten, Okay. weil ich einfach bin eine Woche eher hingefahren nach Südafrika, um zu chillen. Und da habe ich es aber mit dem Magen gekriegt. Und es hat mich komplett ausgenockt und ich habe es gerade so geschafft, zur Sendung wieder fit zu sein und dachte, das kann ich jetzt nicht wieder einreißen. Deswegen war ich sehr, sehr genügsam. Allerdings trotzdem dann, ich glaube, zweimal war ich auch sehr lange auf. Ja. Und du hast mir letztes Jahr erzählt, dass du nicht zur Kategorie Frühaufsteher gehört hast. Das war dieses Nee. Jahr wahrscheinlich wieder ähnlich. Das war ähnlich. Ich hab das ausgereizt. Man muss immer den zweiten Anschluss abwarten. Das ist wie in einer gesunden Beziehung. Okay, wer war denn der aus der Crew oder diejenige, die direkt früh morgens auf der Matte stand? Woher soll ich das wissen? Also, ja, gut, okay. Höchstens vom Hörensagen. Vom Hörensagen quasi. Also ich weiß, dass ich ein paar Mal, als ich so langsam aufgewacht bin und dann an irgendeine Stelle gefahren wurde, wo wir Fotos gemacht haben, habe ich ein paar Mal Lea vorbeijoggen sehen, die einfach schon zeitig aufgestanden ist und gejoggt ist und Sport gemacht hat und was weiß ich was alles so. Ich habe mir irgendwie so Last Minute ein Egg Benedict aufs Zimmer bestellt Erster und Kaffee in der Hand, so, ja. hab die 8-mal angerufen, wann das Ding endlich kommt, nach 5 Minuten. Und dann bin ich hochgejumpt, mein Interview zu nehmen. Jetzt habe ich gestern von vielen der anderen Künstler schon gehört, es ist wieder super viel Kreativpotenzial entstanden. Und bei dir war es ja auch letztes Jahr so, mit Elif ist ja auch eine Kooperation über die Sendung hinaus.
wirklich dann auch in einem Song geendet. Wie ist es dieses Jahr? Was nimmst du mit? Ganz viel, aber das wird noch nicht verraten. Ich habe, Ah. also alle, die mich kennen, wissen, dass ich immer den Laptop aufklappe, immer nebenbei baue. Ich habe mit verschiedenen Leuten was gebaut und führe auch. Und ich produziere einfach gerne und komme gerne mit Dingen nach Hause, weil das so eine Leichtigkeit hat in der Sonne, die man hier nur schwer bekommt. So ein bisschen dieses Fernweh-Feeling, das man hier hat, ist dort halt einfach nicht. Man ist schon einfach mit dem Kopf woanders und ganz anders inspiriert, auch ein bisschen lockerer, alles so auf einer halben Arschbacke. Das hat manchmal einen gewissen Style. Also ich habe so 5, 6 Skizzen und auch mit Leuten, aber weiß nicht, was dann passiert. Manchmal ist es auch gut, einfach nur einen Song zu schreiben, selbst wenn man mit Leuten zusammenschreibt, kann ich den auch alleine rausbringen zur Not oder umgedreht jemanden geben. Ich bin super gespannt. Ich bin auf Montez jeden ist ja ein geiler Songwriter, der hat überall mit. Der kam immer rein und hatte noch eine Zeile hier und eine Idee dort und Ali auch. Die waren alle an. Ich Auf bin, jeden ich Fall. bin, Mit Nico habe ich auch 2 Sachen gemacht. Krass, ja. ich bin mega gespannt, ehrlich gesagt, auf die verklüste Version von Auf und Ab, weil, also ich mag deinen Style, ich mag diesen Track und ich bin so gespannt, was daraus geworden ist. Aber Darf das ist gut geworden, oder? man hier spoilern? So ein kleines bisschen, so ein kleines bisschen. Also ich habe mir gedacht, das ist so ein Hit. Ja. Das ist fast, das meine ich sehr respektvoll. Das ist, weil Montez ist so ein geiler Schreiber und auch ein super geiler Sänger, sehr emotional. Wenn der anfängt mit Singen, ist man sofort so, okay. Habe ich da live auch nochmal gemerkt, wie krass er ist. Aber das ist so ein krasser Hit, dass es fast egal ist, wer den singt. Das ist manchmal so, wenn du so einen Überhit hast, weil Auf und Ab ist ein Überhit. Und dann habe ich gedacht, dann mache ich das Ding einfach total anders. Ich habe den wirklich sehr, sehr anders gemacht. Ich habe ihn nicht verklüst nur, sondern ich habe von allem, was da war, das Gegenteil gemacht. Ah, Aus das klingt so spannend. Moll, Dur und aus Halftime, Double Time und das Ding komplett. Und na klar, wenn es jetzt jemand hört, der Fan ist, kann er vielleicht sagen, ey, was hast du mit meiner Version gemacht? Aber es gibt ja kein Entweder-Oder. Du kannst ja die alte Version hören, wenn du Bock hast. Aber du kannst auch die neue hören. Das macht so Bock auf die neue Staffel. Klüsen, vielen Dank für dieses kurze Interview.